Herzlich willkommen zu einer weiteren jungen Lecture zum DRM-Preis 2020. Auch heute haben wir wieder zwei interessante Shortlist-Projekte vom Preis 2020. Und heute gehen wir nicht in die Metropolen, sondern vielleicht in zwei Städte, die vielleicht etwas unterschätzt werden. Wir widmen uns heute nämlich Bielefeld und Münster zu. Und jetzt warte ich gerade noch auf unsere Referenten, die sich auch anschalten können. Genau, wunderbar. Hallo. Da haben wir schon das Büro Wannmacher und Möller. Hallo, Herr Wannmacher. Und die sind Herr? Nils Kotzera aus der Mann. Genau, der Projektleiter des Richtig. Projektes in Bielefeld. Genau. Genau, in Münster begrüße ich dann Christian Pohl und Marc Hehn. Ich freue mich, dass Sie heute alle bei uns sind. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Ich würde jetzt Peter bitten, also wir würden mit dem Projekt in Bielefeld anfangen. Und Peter, vielleicht kannst du ein paar Wörter zur Jury sagen, zu dem Projekt. Ja. Also Bielefeld scheint zu existieren und Bielefeld sendet ein interessantes Projekt hinaus in die Welt, was der Jury auf den ersten Blick eher harmlos erschienen ist und unspektakulär. Aber also in den ersten Rundgang ist es jetzt nicht unbedingt sofort nach oben geschossen. Aber in weiteren Diskussionen stellte sich heraus, dass Bielefeld angenehm unprätentiös und eine Art Stadtreparatur zu sein scheint. Im Text stand, dass dort eine zweigeschossige 60er-Jahre-Bebauung vorher eine Bürobebauung gewesen ist, die als Fremdkörper gewirkt hat. Die haben wir leider als Foto nicht gesehen. Also Hinweis, wäre nicht schlecht, manchmal das vorher zu zeigen. Wir haben das vorher nicht gesehen, wir sehen nur das nachher. Und das nachher ist eine ruhige Ecke in einer mittleren Stadt, in der offensichtlich in drei einzelnen Gebäuden, die um eine Art kleinen Platz herumstehen, eine Mischbebauung sich findet, also Wohnungen, eine Bäckerei, Büros mit vier und drei Geschossen. Und die dort stehen, wenn man die Augen zukneift, als würden sie da schon immer stehen, das Dach meldet natürlich was anderes. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass da zum Beispiel Loggien, sehr tiefe Loggien in den Häusern eingeplant sind, die aber nicht auffallen, sondern sich hinter den öffentlichen Fenstern befinden und dann nach innen wirken. Also eine Art Stadtreparatur mit einfachen Mitteln, aber präzise und sorgsam gesetzt, die dieses Viertel von Bielefeld wahrscheinlich angenehmer machen als vorher. Ob das jetzt eine sehr große Einfallstraße ist, das weiß ich nicht. Das könnt ihr beantworten. Und wie die Menschen dort wohnen, oder habt ihr da oben eine Penthouse-Wohnung über zwei Geschosse mit dem ausgebauten Dach, das könnt ihr nun erzählen. Und wir waren von diesem Stück Normalität wiederherstellen begeistert. Und deswegen haben wir es so weit schließlich nach oben gehoben, dass es dann unter die 20 Besten kam und ins Jahrbuch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Dann Darüber. übertrage ich jetzt den Bildschirm. Ja. Wunderbar. Und dann schalten wir uns aus und überlassen Ihnen die Bühne. Okay. Das müsste ich anmachen. Müssen wir hier weg. Moment. Ja. So, jetzt muss ich das hier noch wegkriegen. Nee, nein. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich das wegkriege. Oder mal den. Moment. Ich muss jetzt sehen, dass ich oben noch, ich weiß nicht, ist das zu sehen? Oben ist noch so ein Feld, was ich wegkriegen muss. Das Bei uns ist hier. Vollbildmodus. Bei uns passt Okay, es. alles in Ordnung. Gut, wunderbar. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir beziehungsweise dass wir die Ehre hatten, auf die Shortlist zu geraten. Das Projekt ist ja jetzt schon 2 Jahre alt und wir haben jetzt nochmal eine Reihe von Aufnahmen gemacht. Und wenn man die alten Aufnahmen betrachtet, und das sind ja auch die Aufnahmen, die wir eingereicht haben,
dann kann man sich in der Tat wundern, dass wir so weit gekommen sind. Nichtsdestotrotz haben wir immer das Gefühl gehabt, dass, wenn wir vor Ort sind, dieses Ensemble doch eine andere Qualität hat, als wie das auf den Fotos zu erkennen gewesen ist. Und wir haben jetzt einige neue Fotos, die aktuell sind, und wir hoffen, dass ein wenig mehr rüberkommt als das, was bis dato zu sehen gewesen ist. Hier sehen wir unten rechts den Ort, an dem diese drei Gebäude stehen. Die Innenstadt von Bielefeld hat hier das Hufeisen, da ist die eigentliche Altstadt. Da gibt es die Kunsthalle von Philip Johnson. Das Wahrzeichen von Bielefeld ist hier unten zu sehen, das ist die Sparrenburg. Da gibt es von Max Dutter ein wunderbares Gebäude, aber ansonsten ist es in Bielefeld relativ rar mit außergewöhnlicher Architektur. Das ist ja damals auch bei der Preisverleihung in Frankfurt so gesagt worden und sei sicherlich auch ein wahrer Kern dran. Und hier haben wir dann etwas außerhalb im Osten eben diesen Bereich, der vorwiegend dem Wohnen gewidmet ist, wo aber auch einzelne gewerbliche Nutzungen sich finden und wo ja auch an der Stelle, wo jetzt unser Ensemble steht, damals dieses zweigeschossige Bürogebäude stand, in dem das Gesundheitsüberwachungsamt untergebracht war. Das Gebäude für sich betrachtet ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also wenn es jetzt in einem anderen Umfeld stände, würde man sagen, okay, das kann man durchaus stehen lassen. Das hat seine Qualitäten, jedenfalls in dem vorderen Bereich, hinten dieser kleine Bau, der offensichtlich die Überbindung zu der vorhandenen Wohnbebauung schaffen soll, der ist dann schon wieder etwas fraglich. Aber dieses Grundstück ist gekauft worden von der Geno GmbH. Das ist eine Immobiliengesellschaft, die zur Volksbank Gütersloh Bielefeld gehört, die eben Projektentwicklung machen. Und das Gute an der Geno ist, dass die Geschäftsführerin selber Architektin ist. Eine Architektin, die mit großen Ambitionen an die Projekte herangeht und bei der es natürlich auch darauf ankommt, dass hinterher unterm Strich etwas übrig bleibt, das ist ja ganz logisch, aber dass letzten Endes doch die Architekturqualität gewährleistet ist. Und deswegen war es eigentlich ein relativ leichtes Spiel, dort eine vernünftige Architektur zusammen im Dialog mit dieser Bauherrin zu entwickeln. Das Thema heißt ja Strukturen aufnehmen oder erhalten. Aber es ist ja noch mehr, was wir versucht haben zu erhalten. Also wir haben eigentlich über den Ort insgesamt nachgedacht. Und zu diesem Ort gehört natürlich einmal die städtebauliche Struktur. Deswegen habe ich das jetzt hier fett dargestellt. Das ist im Grunde genommen das, was sich ja im Thema oder im Titel wiederfindet. Aber neben der städtebaulichen Struktur ist es auch die architektonische Gestalt und es ist die Materialität und es sind auch einzelne Monumente, so habe ich es mal bezeichnet, die solch einen Ort ausmachen und die auch gerade an diesem Ort eine gewisse Bedeutung gehabt haben. Und ich komme dann zur städtebaulichen Struktur. Grundsätzlich nochmal zum Ort. Es geht ja darum, den Genius Loci zu erfassen, zu erkennen. Das kann man intuitiv erfahren, beziehungsweise man kann es auch analytisch erfassen. Beides ist im Grunde genommen etwas, was wir getan haben. Und dann ist es ja so, dass bei der Interpretation dieses Ortes oder solch eines Ortes immer versucht wird, Fragmente der Wirklichkeit zu einem zusammenhängenden Bild zusammenzufügen und dann durch Wegnehmen von subjektiv überschüssig empfundenen Teilen beziehungsweise dem Hinzufügen von neuen Teilen dann ein kohärentes zu schaffen. Und das ist eigentlich das, was wir gemacht haben. Und insofern ist ja dieses Interpretieren der Situation vor Ort, der Wirklichkeit, der erste schöpferische Akt des Entwerfens, den wir hier vorgenommen haben. Jetzt also zur städtebaulichen Struktur. Hier erkennen wir nochmal das, was wir eben durch Google oder in Google Maps gesehen haben, hier links oben mit der Altstadt und hier unten eben der Ort, an dem dieses Lebensmittelüberwachungsamt gestanden hat. Hier das Ganze nochmal in einem größeren Ausschnitt. Und wir sehen daneben auch schon ein sehr wichtiges Bauwerk, nämlich die Kirche, die schon einen sehr prägenden Einfluss auf dieses gesamte Viertel hat. Das Viertel selbst besteht, wie ich es vorhin schon sagte, vorwiegend aus Wohnnutzung, aber dann mit einzelnen Geschäften. Hier gegenüber befindet sich ein Platz, der zweimal die Woche als Markt genutzt wird. Also auch das ist ein Attribut, was eben diesen Ort insgesamt sehr attraktiv erscheinen lässt. Und dann gibt es hier diesen Grünzug, der
gerade hier an der Stelle sehr ausgeprägt war und letztendlich auch die Qualität dieses Viertels bzw. dieses Grundstücks ausmachte. Und das ist eben auch ein wesentlicher Teil der Struktur, der städtebaulichen Struktur gewesen, die es galt zu erhalten. Hier sieht man nochmal diesen Grünzug, man kann die Kirche sehen im Hintergrund und diese Bäume wollten wir erhalten und sie sind eigentlich alle bis auf diesen Baum ganz links erhalten geblieben. Dieser Baum stand nun ausgerechnet da, wo die Gebäude gebaut werden sollten und deswegen musste dieser Baum leider weichen. So, jetzt genau. Dann würde ich jetzt weitermachen, genau mit der Struktur und wir zeigen jetzt im Nachgang Varianten, die wir untersucht haben im Vorfeld. Und man kann hier eigentlich ganz gut erkennen, wiederum das, was Herr Wannmacher da beschrieben hat, im Hintergrund die Kirche, den Grundzug an dieser Stelle und der Marktplatz gegenüber. Also wir sind eigentlich in so einer Art, ja nicht dörflichen Struktur, aber doch schon eigentlich in so einer, in so einem Raum, der so eine kleinteilige Struktur hat. Und bestehend hier aber auch dann wiederum mit dieser Blockrandbebauung, die dann, der erste Ansatz war, ging sozusagen dahin, diesen Block mehr oder weniger zu schließen dann auch an der Stelle. Vorne auf der Ecke noch ein exponiertes Gebäude, was sich dann mehr diesen Marktplatz und den Grünzug hinwendet. Ich gehe einfach mal durch die Varianten. Und dann gab es natürlich dann auch Varianten, die natürlich dann auch eine höhere Verdichtung vorgesehen hatten. Also natürlich auch mit dem Zweck, mehr Wohnraum zu generieren an der Stelle. Und was man aber eigentlich auch sieht, dass wir doch relativ schnell zu dem Ziel oder zum Schluss kamen, die Elemente, die dann da sind, im Prinzip neu zu interpretieren und wieder doch an diesem Ort dann auch zu etablieren. Hier kann man es eigentlich ganz gut erkennen, wie wir hergegangen sind und die Footprints von den benachbarten Gebäuden übernommen haben und versucht haben, auch wiederum den Block zu schließen, wobei dann auch diese Variante zu sehr die Kirche dann in den Hintergrund drängte. Und was dann eigentlich auch sich relativ schnell herauskristallisiert hat, war, dass es ein Gebäudeensemble wird, was sich auch wiederum um einen Platz arrangieren wird. Also hier sieht man schon eigentlich ganz gut, da hat man noch mit zwei Gebäuden operiert, also wir treiben, was sich hier zurück an der Kirche recht stark orientiert oder an die Kirche recht stark anlehnt und wiederum der Exponierte, der aber dann automatisch schon diese Platzsituation dann geschaffen hat, sodass wir jetzt schlussendlich dann eigentlich zu einem Gebäudeensemble gekommen sind, was sich zum einen am Bestand orientiert, die Kirche nicht zu sehr verdeckt, aber gleichzeitig auch dann wiederum so eine Platzsituation gestaltet, die einen halb öffentlich, halb privaten Charakter eigentlich dann noch hat. Ja, und dann kommen wir zu dem zweiten Aspekt der architektonischen Gestalt, die eben für nicht nur diesen Ort, sondern für einen Ort von großer Wichtigkeit ist. Und das ist jetzt ein Gebäude, was direkt neben unserem Grundstück steht, sehr heruntergekommen. Da hat sich auch im Laufe der Jahre jetzt nichts geändert, das sieht nach wie vor so aus. Aber wir kennen hier eben eine bestimmte Typologie, nämlich ein zweigeschossiges Gebäude mit Walmdach und einem Erker. Diese Erker, die wachsen hier aus der Fassade heraus, aber das Prinzip des Erkers kann man dann auch hier hinten noch erkennen, also an der Seite und auch an der Rückseite ist das der Fall. Das nächste Gebäude sieht so aus, sie sind fast identisch, die Anstriche sind unterschiedlich, aber die Typologie ist im Grunde genommen die gleiche. Und das ist im Grunde genommen für uns dann der Ausgangspunkt gewesen. Über den Footprint hatte Nils ja schon gesprochen und das ist jetzt eben der formale Aspekt oder der gestalterische Aspekt, der von uns übernommen werden wollte. Und hier sehen wir den Anschluss dieses Lebensmittelüberwachungsamtes. Da kann man sagen, okay, die Maßstäblichkeit würde irgendwo stimmen, aber der schönere Teil des Gebäudes schließt ja direkt an, sodass es dann doch vielleicht etwas zu groß ist. Aber dieser Übergang ist eben etwas gewesen, was uns sehr gestört hat. Und wir wollten unbedingt diese Dachform übernehmen von den Gebäuden, die wir im Umfeld sehen. Hier nochmal aus der Vogelperspektive. Das waren die beiden Gebäude, die ich vorhin gezeigt hatte. Hier vorne gibt es ein Gebäude, was ähnlich ist von der Typologie her. Und hier finden wir im Grunde genommen die Fortsetzung dieser Typologien. Und auf der Seite im Prinzip auch. Hier entlang der Oststraße ist es so, dass hier dann eine viergeschossige Bebauung plus Dach beginnt als Zeilenbebauung. Und auf der Seite setze ich das wieder fort. Das ist hier die Ölmühlenstraße, eine der wichtigeren Ausfallstraßen Bielefelds. Die nächste befindet sich weiter oberhalb, also weiter im Süden. Und die Oststraße ist eigentlich eine Verbindung. Die verbindet mehrere der Ortsausfallstraßen miteinander. Der Verkehr ist hier in der Stoßzeit relativ dicht, aber ansonsten außerhalb der Stoßzeit geht es einigermaßen. Also das ist jetzt nicht so, dass man dort der Lautstärke sich sehr, sehr stark ausgesetzt fühlt. Und in diesem Bereich wird es natürlich sehr ruhig und es ist wirklich ein sehr angenehmes Wohnviertel. Und das ist das, was
schematisch, das stimmt jetzt nicht ganz mit der Wirklichkeit überein, das, was wir gemacht haben. Also hier kann man nochmal die Footprints der einzelnen Gebäude ganz gut erkennen und man kann auch, ja, angedeutet die Satteldachform jetzt hier noch nicht erkennen. Das ist ein Pyramidendach, aber daraus ist dann im Grunde genommen ein Satteldach geworden. Das ist das, was wir eben beschrieben haben. Und dieser Grünzug ist nach wie vor erhalten geblieben und die Kirche im Hintergrund ist eigentlich auch noch wunderbar zu erkennen. Und was man auch noch erkennt, ist, dass wir hier drei Geschosse plus Dach haben und hier, also so wie die Nachbarbebauung, von der Größe her ähnlich. Allerdings hier sind zwei Etagen gewesen, nur die Raumhöhen sind deutlich höher als das, was wir hier haben. Und das Eckgebäude, das springt aus dieser Flucht hervor und springt auch aus dieser Flucht hervor entlang der Oststraße. Und so ergibt sich eben so eine gewisse Betonung dieser Ecke, die für uns wichtig war. Und mit der zusätzlichen Etage konnte die Überbindung eben zu dieser Zeilenbebauung weiter südlich geschaffen werden. Ja, dann hatte ich es oben auch schon aufgeführt. Monumente sind eben, ich habe es mal Monumente genannt, sind eben auch einzelne Attribute, die für ein Umfeld sehr wichtig sind. Und hier ist es eben die Liebfrauenkirche, die seit den 30er Jahren hier steht und dieses Viertel prägt. Und wie Nils das gesagt hat, war es uns wichtig, dass diese Liebfrauenkirche eben durch dieses neue Gebäude nicht zugestellt wird, sondern dass sie ihren Platz und ihren Raum behält und weiterhin auch sichtbar bleibt. Und das ist jetzt bei einer Aufnahme jetzt schon aus dem Ensemble, was wir gebaut haben. Wenn man das Gebäude verlässt, dann sieht man auch diese Kirche. Also auch das ist für uns ein wichtiges Ziel gewesen, dass auch den Bewohnern dieser Anlage, diese Kirche immer irgendwo nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar gebunden bleibt. Hier sehen wir das Ganze nochmal als Lageplan. Das sind also dann diese drei Gebäude, wobei wir dazu sagen müssen, dass dieses Bauwerk eigentlich ein Bauwerk ist. Es gibt hier eine Verbindung im Erdgeschoss, also eine eingeschossige Verbindung. Und hier rührt daher, dass ursprünglich der Wunsch der Volksbank war, also Volksbank ist ja die Mutter der Gene Immobiliengesellschaft, hier eine Filiale unterzubringen. Und diese Filiale hatte einfach einen gewissen Flächenbedarf und so ergab es sich, dass diese Filiale eben nicht im Erdgeschoss eines Gebäudes untergebracht werden konnte, sondern sie musste auch in das zweite Gebäude noch hineinreichen. Und deswegen, ich will mal gerade gucken, hier sieht man das nochmal, das ist also der Grundriss im Erdgeschoss. Das war der ursprüngliche Plan, dass hier, also was hier etwas dunkelgrauer ist, die Volksbank ihre Filiale hat und dann im Anschluss daran zwei Wohnungen im Erdgeschoss schon untergebracht werden können. Hier nochmal schematisch das Prinzip. Also wir haben die beiden Baukörper mit drei Etagen plus Dach und wir haben dann hier den Baukörper mit vier Etagen plus Dach, der sowohl in diese Richtung wie auch in die andere Richtung herausspringt, dadurch die Ecke betont. Und dann gibt es eben unter dem Gebäude eine Tiefgarage. Die Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich hier in der Ecke. Also die ist praktisch im Gebäude. Wir wollten auf keinen Fall diese Rampe außen sichtbar haben. Und dann gibt es hier drei vertikale Erschließungen mit Treppenhäusern und Aufzügen, über die man dann von unten in die Wohnung kommt. Das ist die Tiefgarage im Grundriss. Da muss man jetzt nicht viel zu sagen. Ja, vielleicht noch hierzu. Das ist also die Oststraße. Und hier ist die Zufahrt. Über die Rampe kommt man dann unten in die Tiefgarage. Da gibt es dann auch Abstellräume für die einzelnen Wohnungen und hier eben diese drei Treppenhäuser. Hier haben wir das Erdgeschoss, wie es ursprünglich geplant war, im Laufe der Zeit der Bearbeitung und wir hatten auch schon angefangen zu bauen, wurde das geändert und dann ist hier eine Bäckerei reingekommen. Hier ist eine andere gewerbliche Einheit geschaffen worden, die beiden Wohnungen sind geblieben und hier ist noch eine zusätzliche gewerbliche Einheit, nämlich die dritte, dann so wie ursprünglich schon vorgesehen auch eingezogen. Wir waren eigentlich ganz froh darüber, dass hier eine Bäckerei reingekommen ist, weil diese Bäckerei eben versprach, dieses Viertel zu beleben oder diesen Ort zu beleben. Und uns war es wichtig, dass dieser Platz, der von diesen drei Gebäuden definiert wird, räumlich begrenzt wird, dass dieser Platz belebt wird durch Gäste der Bäckerei. Denn man kann hier nicht nur seine Brötchen kaufen, sondern man kann hier auch Kuchen und andere Dinge kaufen und verzehren, und zwar in dem Raum selbst, in der Bäckerei selbst, wie auch in diesem Außenraum. Das ist ein Punkt gewesen, der war uns wichtig und der war auch der Bauherrin wichtig. Aber wir haben eben festgestellt, dass nicht alle Eigentümer dieser Wohnung so glücklich darüber waren, weil natürlich damit verbunden ist, dass dann auch schon mal eine Kippe irgendwo liegt, dass es etwas lauter ist, vielleicht etwas später, dass sich auch manchmal Jugendliche hinsetzen, ihre Getränke zu sich nehmen und dann die Nachtruhe in Ruhe etwas gestört wird. Da hat es eine ewige Diskussion gegeben, aber für uns war es wichtig, dass das ein halböffentlicher Platz ist und kein privater Platz, der nur den Bewohnern und Nutzern zur Verfügung steht. Hier sind wir dann eine Etage höher.
Hier sehen wir, dass wir einen Dreispinner haben. Hier haben wir einen Zweispinner und hier oben haben wir auch einen Zweispinner. Die Wohnung wiederholt sich dann. Und die obersten Wohnungen gehen, das wurde am Anfang schon richtig gesagt, dann auch über zwei Ebenen. Das kann man hier. Es gibt einzelne Eigentümer, die haben also zwei Etagen gekauft und haben Wohnungen über zwei Etagen sich dann ausgebaut. Das sind also Leistungen gewesen, die sie selber erbringen mussten. Da ist eine Treppe reingekommen. Und so gibt es dann eben Wohnungen sehr unterschiedlicher Größen, 21 in der Summe und die kleinsten Wohnungen haben 63 Quadratmeter, die größten 170. Auch das ist ein Punkt gewesen, der uns und der Bauherrin wichtig war, dass dort eine gemischte Bewohnerstruktur in diese Gebäude einzieht. Die Gewerbeeinheiten haben unterschiedliche Größen von 107 bis 157 Quadratmeter. Ja, und ein anderer Aspekt, der natürlich wichtig ist, Bielefeld ist nicht Frankfurt, Bielefeld ist, glaube ich, auch nicht Münster, aber die Preise sind bei uns natürlich nicht so hoch. Das heißt also, eine Wohnung, wie wir sie gleich sehen werden, verkauft sich zwischen 2.750 und 2.850 Euro. Man kann natürlich auch versuchen, mehr Geld zu nehmen. Die Geno ist aber eine Genossenschaft und dieser genossenschaftliche Gedanke ist eben der Bauherrin sehr wichtig gewesen und deswegen sollte mit jetzt mal moderaten Preisen dran gegangen werden. Und das bedeutete natürlich auch, dass die Baukosten begrenzt waren. Und wir haben dieses Gebäude dann für 2.000 Euro pro Quadratmeter brutto errichten können, wobei die Tiefgarage dort nicht mit einbegriffen ist. Jetzt gehen wir ein wenig um das Gebäude herum und zwar fangen wir hier vorne mal an, wo der Grünstock ist, beziehungsweise die Ecke ist. Hier kann man das ganz gut erkennen. Die Eckbetonung durch das zusätzliche Geschoss, dann das Herausspringen aus der Flucht, kann man hier nur ansatzweise erkennen, aber hier wird es, glaube ich, ganz deutlich. Und was auch deutlich wird, ist das, was Nils am Anfang gesagt hat, dass wir versucht haben, der Kirche ihren Freiraum zu schaffen. Hier nochmal etwas näher über die Materialität, werden wir gleich noch etwas sagen, aber hier sieht man nochmal diese eingeschossige Verbindung. Da haben wir auch lange darüber diskutiert, ob die sich architektonisch unterscheiden sollte von den anderen Gebäuden oder ob sie durchläuft. Vielleicht wäre es, wenn gar keine Filiale am Anfang geplant gewesen wäre, sogar möglich gewesen, das offen zu halten, dass wir also drei separate Baukörper haben und die Räume noch durchlässiger werden. Hier nochmal von der Seite betrachtet und hier kann man ganz gut erkennen, wie eben das Eckgebäude hervorspringt aus der Flucht. Dann das Ganze nochmal bei etwas anderem Licht. Das ist eigentlich auch mal ganz schön zu sehen, wie unterschiedlich das Licht das Gebäude erstrahlen lässt. Ja, auch also zu jeder Zeit anders und zu jeder Jahreszeit anders, zu jeder Tageszeit anders. Und hier sehen wir noch einmal einen Ausschnitt. Die Fenster sind alle bodentief mit Fenstern, die sich öffnen lassen. Und dadurch gibt es eben dann die Abschutzsicherung hier vorne. Und es gibt natürlich auch den Sonnenschutz, der hier in diesen Bereichen aus Raffstorn besteht. Am Eckgebäude haben wir etwas anderes gebildet. Da kommen wir gleich noch zu. Und so sehen die Wohnungen dann innen aus. Wir sehen also die Holzfenster, wir sehen diesen Bezug nach draußen und wir sehen auch eben auch diesen Wintergarten. Also das lässt sich hier komplett an die Seite schieben und das sind jeweils zwei Drehflügel und man kann dann je nach Jahreszeit eben diese Wintergarten unterschiedlich nutzen und sie werden eben von den Leuten auch unterschiedlich genutzt. Also wir sehen immer wieder, dass Leute da ihren Sessel haben und einfach nur beobachten die Leute, die dann auf diesem Grünzug entlanglaufen. Ja, zur Materialität. Die Nachbarbauten sind Putzbauten und so war es für uns eigentlich auch selbstverständlich, dass unser Gebäude ein Putzbau sein wird. Aus Kostengründen haben wir ein Wärmedämmverbundsystem gewählt. Es gibt uns eigentlich kaum eine andere Möglichkeit und wichtig war es uns, dass diese Oberfläche aber eine Struktur hat, die wir als sehr angenehm empfinden, die nochmal dem Gebäude eine Tiefe gibt und nochmal eine extra Qualität. Und das haben wir eben erreicht mit diesem Besenstrich, der dann aufgetragen wurde. Und auch durch diese Gurtgesimse, die hier vorgesehen wurden und das Gebäude dann nochmal angenehm gliedern. Das kann man hier ganz gut erkennen, wie diese Gliederung erfolgt. Die einzelnen Etagen sind also ablesbar nach außen. Ja, das Dach selbst fühlt sich eigentlich, fühlt sich ein, aber in etwa schon. Wir haben Tonpfannen, allerdings ist die Farbe etwas anders als die Farbe der Nachbarbauten. Da gibt es sowohl anthrazitfarbene Tonziegel wie auch rote Tonziegel und wir haben es dann eben für hellgraue Tonziegel entschieden. Und die Fenster selbst sind aus Holz. Und in dem Bereich haben wir als Sonnenschutz keine Raffstores gewählt, sondern wir haben hier diese Holzläden, die eben klappbar sind und diesem Gebäude dann so seinen speziellen Charakter verleihen. So, jetzt sehen wir nochmal den Lageplan. Jetzt gehen wir mal
zu diesem Platz, der für uns eben eine ganz große Bedeutung hatte. Nils hatte das am Anfang schon erwähnt. Dieser Platz soll halb öffentlich sein. Der soll halb öffentlich sein. Es gibt eben hier Fenster, die aufstehen, wie man sieht. Und es gibt manchmal Leute, die hier unten sitzen und rauchen. Und das führt dann zu den Konflikten, die ich erwähnt habe. Aber wichtig war, dass dieser Platz nochmal durchbrochen wird von Grün. Er sollte nicht zu steinern sein, sondern sollte eigentlich so ein Wechselspiel aus Grün und Stein ausmachen. Und das ist vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren überhaupt nicht zu erkennen gewesen. Und das kam auf den Fotos nicht rüber. Aber jetzt ist die Situation eigentlich so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und jetzt entwickelt eigentlich dieses Quartier oder dieses Ensemble auch seine Kraft. Hier sehen wir dann den Blick aus dem Café raus zu den Sitzplätzen, die dann von den Besuchern dieses Cafés oder der Bäckerei angenommen werden. Im Hintergrund sehen wir dann eine gewerbliche Einheit. Das ist ein Finanzdienstleister, der sich hier niedergelassen hat. Und wir erkennen eben auch die Durchblicke zur Kirche hinten beziehungsweise zu dem hinteren Bereich dieses Ensembles. Hier sehen wir das Haus für sich noch einmal betrachtet. Und hier nochmal ein Ausschnitt. Das Prinzip der Absturzsicherung ist so wie vorne auch zu dem Grünzug. Die Holzfenster in anderen Formaten, aber durchgängig. Und jetzt schauen wir uns diesen hinteren Bereich an. Wir gehen also durch dieses Nadelöhr hier oder durch diese Verengung durch. Und gucken jetzt von der anderen Seite nach vorne. Hier ist wieder dieser Außensitzbereich der Bäckerei. Hier dann der Eingang. Wir hatten einen Eingang in dieses Gebäude von hier, von dem vorderen Platz. Und die Eingänge in die beiden hinteren Gebäude oder in die anderen Gebäude erfolgen von hier, nämlich einmal von der Seite. Hier ist dann ein größerer Ausschnitt dieses Eingangs. Und dann kann man die Treppe schon ganz gut erkennen, die da drin ist, die wie eine Skulptur wirkt. Und hier haben wir mal eine Innenaufnahme von dieser Treppe. Also Treppenhäuser haben für uns eigentlich eine große Bedeutung, denn sie sind der erste Teil oder der erste Raum, den man betritt, wenn man in solch ein Gebäude kommt, und sie dürfen nicht zu stiefmütterlich betrachtet werden. Und durch diese große Glasöffnung ist auch diese Verbindung von innen und außen dort sehr schön ausgebildet. Und hier ist der Blick zurück zu diesem vorderen Platz, hinten zu dem Marktplatz und hier noch einmal auf dieses erste Gebäude, was im Norden liegt. Hier können wir die Durchfahrt der Tiefgarage erkennen. Und da gibt es noch eine Absturzsicherung, denn die Rampe war nicht beschränkt auf das Gebäude allein, sondern sieht man etwas weiter. Und was wir hier vorne erkennen, ist die Feuerwehrzufahrt. Auch dafür mussten wir Sorge tragen. Und last but least natürlich der Sandkasten, der Kinderspielplatz, auf dem wir gerade stehen und die Fotos machen. Und es wachsen hier die Apfelbäume. Auf der linken Seite kann man erkennen, dass das also auch funktioniert. Und hier sehen wir nochmal den Zugang zu diesem Haus, rechts eben die Zufahrt zur Tiefgarage. Und wenn wir uns jetzt einmal umdrehen, dann sehen wir nochmal diese stadtteilbildende, die Frauenkirche, die, wie wir finden, doch eine sehr harmonische Beziehung mit diesem Gebäude eingeht. Ja, vielen Dank. Das war's von unserer Seite. Und jetzt, was machen wir jetzt? Ja. Ja, herzlichen Dank. Ja. Auch von unserer Seite. Gar kein Problem, das mache ich jetzt, das übernehme ich jetzt wieder. Noch eine Sache, die ich vorhin vergessen hatte, liebe Zuhörer, Sie können gerne Fragen stellen während der gesamten Zeit. Tippen Sie Ihre Fragen einfach in das Fragenfeld ein und wir würden die dann im Anschluss mit beiden Architekten besprechen. So, dann übergebe ich jetzt den Bildschirm an Christian Pohl. Ja. Wunderbar. Und ein paar Worte zu euch, den Kollegen Hehn-Pohl aus Münster, mit ihrem schönen Haus in Münster in der Altstadt, welches wir ja schon letztes Jahr, vor einem Jahr, bei den Häuser des Jahres feiern durften, Gewinner des Jahres wurde. Weil es tatsächlich es ist zwar kein freistehendes Einfamilienhaus, eigentlich sollen Häuser des Jahres die bösen freistehenden Einfamilienhäuser preisen, aber es ist ein Einfamilienhaus, welches hier im historischen Kontext steht, nämlich in der Altstadt von Münster. Und das Besondere ist, dass dieses Einfamilienhaus dort steht und so sich gestalterisch einerseits an die Kollegen rechts und links und den ganzen Straßenverlauf andockt,
gestalterisch ähnlich gestaltet mit seinem Satteldach, mit der Giebelseite, aber natürlich mit seiner Materialität was anderes, einerseits den Backstein hervorholt, aber doch etwas anderes darstellt, dann sehen wir da diese relativ modischen Einkerbungen, die haben aber was mit der Geometrie zu tun des Ortes. Da werden die Kollegen gleich etwas zu sagen. Und was total spannend ist, ist, dass man sich fragt, wie die Familie, die da lebt, wo die denn nun ihren Außenraum haben. Vor dem kupfernen Garagentor wird es wohl nicht der Fall sein. Das ist dann nachher drinnen im Erdgeschoss, im Hof und im ersten Stock. Und das ist geometrisch verzwackt, weil man einerseits, das werden wir gleich sehen, hineinkommt und dann im Erdgeschoss rausgehen kann und ein paar Stufen hoch auf die Terrasse im ersten Stock treten kann oder die Sichtbetonskulptur der Treppe nach oben sich bewegen kann. Überhaupt ist es spannend. Man fragt sich, wie wohnt man da? Pro Geschoss nur ein Fenster. Das ist etwas weniger als bei der historischen Bebauung, aber da sind natürlich noch mehr Fenster und das werden wir gleich sehen in den Bildern von innen. Also das Haus ist überraschend, es ist innen drin räumlich überraschend. Ich war zwar nie dort, musste aber den Text dichten und habe versucht, aus den Plänen die räumliche Folge abzuleiten, was nicht so einfach war. Das Haus ist also räumlich komplexer, als man meint und das ist eine schöne Überraschung. Deswegen hat sie auch letztes Jahr gewonnen bei Häuser des Jahres und bei uns ist es dann unter die 20 gekommen und in die Shortlist des DRM-Preises. Herzlichen Glückwunsch. Gut, wir schalten uns wieder ab und ich übergebe den Bildschirm. Viel Spaß, danke sehr. Okay, funktioniert das jetzt alles? Sind wir da online? Ja, ne? Jawohl. Okay. Prima, super. Also zunächst mal zu uns. Erstmal schönen Dank, dass wir dabei sein dürfen, zum einen bei den Jung Lectures und schönen Dank für die schönen Worte von Herrn Carola Schmal. Also wir sind hier in Polarchitektur. Wir sind ein Team von mittlerweile 11 Leuten. Auf dem Foto sind es noch 7. Unser Büro ist am alten Güterbahnhof in Münster. Und gegründet haben wir beide das Büro, einmal Marc Hehn und ich, Christian Pohl. So. Heute stellen wir vor das Haus am Buddenturm. Das Grundstück befindet sich an der Buddenstraße in der Altstadt von Münster zwischen der Münzstraße im Nordosten und dem Rosenplatz im Nordwesten. Das Grundstück wird flankiert von giebelständigen Wohnhäusern oder Stadthäusern rechts und links. Ein interessanter Aspekt des Grundstücks ist eine historische Traufgasse, die die Buddenstraße in vergangenen Zeiten mit einem Trinkwasserbrunnen im hinteren Grundstücksbereich verband. Auf dem Gelände ist heute ein Garagenhof und in ehemaligen Zeiten war dort eine Klosteranlage. Und hier an dieser Stelle sieht man am südöstlichen Grundstücksbereich, gibt es heute eine alte Mauer, die noch an diese alte Klosteranlage erinnert. Ein wichtiger Aspekt für das Grundstück ist der Buddenturm im Nordosten und die barocke Observantenkirche im Südosten des Grundstücks. Hier auf diesem Bild sieht man das ehemalige Gebäude, das an dieser Stelle gestanden hat. Die Denkmalpflege hat es damals als nicht erhaltenswert eingestuft. Interessant ist, hier auf dem Bild sieht man die gerade besagte Traufgasse. Das ehemalige Gebäude im städtebaulichen Kontext der Giebelhäuser mit Blick in Richtung Buddenturm. Nachdem wir das Haus abgerissen hatten, haben die Stadtarchäologen ausführlich gegraben und haben auf dem Grundstück oder in diesen Schichten Befunde gefunden, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen. Genau, jetzt zum eigentlichen Prozess oder zum eigentlichen Projekt, zum Entwurf und die Frage jetzt, was habt ihr für eine Bürophilosophie?
Da kommt im philosophischen Lexikon direkt hinter Gesinnung der Begriff Gestalt. Und wenn man das nachliest, dann ist eine Gestalt, das betrifft Gebäude, deren Teile vom Ganzen her bestimmt sind, bei denen alle Teile sich gegenseitig tragen und bestimmen. Und im Grunde genommen ist das ein Teil unserer Philosophie, also dass im Grunde genommen etwas nicht aus dem Einzelnen heraus entwickelt wird, sondern dass es sozusagen beide Seiten berücksichtigt und das Optimale ja eigentlich dann das ist, dass das Ganze und das Einzelne etwas Gesamtes ergibt. Und in diesem Fall jetzt eine kurze Erläuterung von der Idee zum Haus. Also auf der linken Seite ist die Idee einfach grafisch dargestellt, in der Mitte sozusagen die architektonische Weiterentwicklung dieser Idee und auf der rechten Seite das fertige Haus. Und dazwischen gab es natürlich immer weitere Schritte der Entwicklung, aber eigentlich der Kern dieses Entwurfes war diese grundsätzliche Idee. Und die Idee basiert darauf, dass sozusagen genau an diesem Ort es drei Fluchten gibt. Einmal die eigene Parzelle, dann die Zeile links und die Zeile rechts. Und diese drei Fluchten, die sind haben unterschiedliche Winkel. Und diese drei Winkel reflektieren sich sozusagen in der Fassade. Das ist die tragende Idee des Entwurfes, dass diese Fassade also genau diesen Ort markiert, wo etwas eher Unscheinbares, etwas, was man in der Stadt gar nicht wahrnimmt, auf einmal zum tragenden architektonischen Thema wird. Und im Grunde genommen war es so, wir hatten Modelle geschnitten mit Giebelformen als Pappe. Und eigentlich diese zwei Schnitte in der Pappe oder diese zwei Schnitte in der Fassade kreieren sozusagen jetzt ein ganzes Paket von Bildern, sprich Krakeschlosse aus dem Mittelalter als tragendes Bild oder dieses klassische Giebelhaus, das jetzt aber durch eigentlich winzige Modifizierung sozusagen einen viel größeren Subtext bekommt. Genau, und das ist sozusagen dann in das realisierte Projekt übertragen worden. Und bei der Suche oder später, als der Entwurf schon stand, ist uns im Volkfangmuseum dieses kleine Kinderspielzeugmodell von Lionel Feininger über den Weg gelaufen. Das steht da in der Vitrine, wo eigentlich dieses Urbild von Haus, von Stadt runtergebrochen ist. Was uns dann eigentlich in unserem Tun bestärkt hat. Jetzt nochmal zu den wesentlichen Faktoren. Das waren jetzt einmal diese Ortsbezüge, die Marc gerade schon angesprochen hat. Einmal der Bundenturm als besonderer historischer Ort, der in das Haus als Blickbeziehung integriert wurde. Und die Beziehung zur Observantenkirche, die sozusagen im Erdgeschoss schon als Verheißung zu erkennen ist. Und genau. Ein weiterer Aspekt, also zwei weitere wesentliche Aspekte, die wir in dem Entwurf verfolgt haben, lassen sich am besten in den Schnitten erklären. Da ist zum einen mal die bauliche Tiefe der Fassade in der Straße. Und diese bauliche Tiefe in der Straßenfassade, die eben diesen Aufruf von mittelalterlichen Gebäuden hervorruft, die aber dann gleichzeitig so eine Raumschicht kreiert, die jetzt rechts ist das im Papstpalast in Avignon, da wo aus konstruktiven Gründen die Mauern diese Tiefe hatten und die Fensteröffnung dann diesen ganz besonderen Ort geschaffen haben. Und jetzt bei uns durch diese Verschränkung der Fassade entsteht die Raumtiefe, die eben diese Sitzbank mit dem Außenblick schafft. Und ein zweiter Aspekt für uns, der ist jetzt im Querschnitt deutlich, das ist im Prinzip die Lichtführung und die Belichtung von oben. Auf der linken Seite ist ein früheres Wohnhaus, also das Thema hat uns eigentlich schon immer beschäftigt. Und das haben wir jetzt hier wirklich weiter ausgearbeitet. Also die drei Dachfenster, die
die Belichtung über Traufe und First ermöglichen und das Tageslicht als Streiflicht über die Außenwände wirklich bis ins Erdgeschoss transportiert. Auf der linken Seite ist die Treppe im ersten Obergeschoss, auf der rechten Seite die Treppe im Erdgeschoss. Und das heißt, der Blick nach oben lässt das Tageslicht über diese gesamte Wand nach unten fallen und auch mit einer feinen Fuge sozusagen, die Treppe ist hier abgelöst, dass auch sozusagen eigentlich die ganze Wand von Licht gestrichen wird. Die innere Organisation des Hauses, man kommt von der Straße rein in ein Entree im Erdgeschoss und wird direkt durchgeleitet in einen Multifunktionsraum im hinteren Gebäudebereich. Und Herr Carola Schmal sagte es eben, in diesem hinteren Bereich gibt es einen Innenhof, der an den Multifunktionsraum anschließt. Wenn man bei Festivitäten oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen die Gäste direkt in den Multifunktionsraum leiten will, dann kann man den Treppenaufgang zu den eigentlichen Wohnräumen abtrennen. Andersrum funktioniert das natürlich auch, wenn man sich nur auf den privaten Bereich beziehen will, dann kann man den Multifunktionsraum über Schiebeelemente separieren und kommt dann über diese 90 Grad gewendelte Treppe, die wir gerade schon mal gesehen haben, ins erste Obergeschoss. Wenn man die Treppe hochkommt, schließt sich der Blick auf die Observantenkirche an, durch diese Fassade im südlichen Giebelbereich. Hier im ersten Obergeschoss befinden sich der Ess- und der Kochbereich und der Wohnbereich. Und dort an der Fassade zur Bundesstraße ist eben dieser negative Erker, den wir gerade schon mal gesehen haben, der den Blick bis auf den Bodenturm freigibt. In Richtung Observantenkirche erschließt sich dann im hinteren Bereich eine Dachterrasse, die über eine Treppenanlage mit dem Innenhof verbunden ist. Die Treppe vom ersten OG ins zweite OG führt wieder nach oben und man kommt dort in einen zweigeschossigen Lesebereich, hier an der Stelle. Und von dort an gelangt man in die privaten Schlaf- und Arbeitsbereiche in Richtung Observantenkirche. Und vom Lesebereich aus geht es über eine 180 Grad gewendelte Treppe bis hoch in den Dachgeschossbereich und dort ist nochmal ein Gästezimmer. So sieht das fertige Haus im städtebaulichen Kontext neben den bestehenden Giebelhäusern aus. Links der Blick in Richtung Rosenplatz und rechts der Blick in Richtung Buddenturm. Genau. Hier ist jetzt das Entree, wo man zum einen jetzt halt die 90 Grad gewendete Treppe zu dem eigentlichen Wohngeschoss nehmen kann oder aber geradeaus in dem vorhin angesprochenen Multifunktionsbereich, wo hier hinten jetzt die Treppe, die in die obere Terrasse führt, schon erkennbar ist und auch diese Fragmente der ehemaligen Klostermauer. Auf der linken Seite der Aufgang vom Erdgeschoss zum ersten Obergeschoss mit dem Blick auf die Unterseite der Treppe zum zweiten OG und rechts der Antritt zur Treppe ins zweite OG mit dem eben angesprochenen mit dem Licht von oben. Auf der rechten Seite jetzt der Essbereich mit der Küche mit dem Blick auf die Observantenkirche. Und auf der linken Seite der eigentliche Wohnbereich, hier wieder mit dem negativen Erker, mit dem Fenster zum Bodenturm. Und hier ist eine Wand aus gefärbtem Stampfbeton als Rückwand für den Wohnbereich, wo dieses Streiflicht über die Traufe sozusagen in diesen Rücken des Raumes bildet. Hier nochmal der Aufgang zum zweiten OG. Und der negative Erker mit der Sitzbank hier an dieser Stelle. Da liegen heute Kissen und da kann man schön sitzen. Genau, hier der Erker aus der anderen Perspektive. Und jetzt dieses Foto, was fotografisch nicht so brillant ist, aber eben dieser Blick auf den Bodenturm in die Tiefe der Straße, was auch
Kerngedanke ist, dass das sozusagen durch die Verschränkung der Fassade sich aus dem Ausblick eine ganz andere Perspektive in den Straßenraum ergibt. Auf der linken Seite jetzt der Aufgang zum Lesezimmer mit der Traufverglasung und auf der rechten Seite der Lesebereich mit dem Stuhl und hier dem Fenster mit dem Blick auf diese Mosaikverglasung des Treppenhauses des gegenüberliegenden Wohngebäudes aus den 60er Jahren vermutlich. Genau, und das ist jetzt sozusagen der Bereich im Dach. Einmal der Blick oben von dem Gästebereich in diesen Treppenschacht gewissermaßen entlang der Traufe und der Blick oben in die Firstverglasung und hier der Blick vom Lesebereich zurück auf die gewendelte Treppe oben zum Gästebereich, die sich sozusagen hier um den Schornstein schlängelt. Links der Blick von der rückwärtigen Terrasse über die Dächer der Stadt bis zum Bundenturm und rechts die Terrasse im Erdgeschoss mit dem Treppenaufgang zu der Dachterrasse im ersten OG und nochmal der Blick auf die Fragmente der historischen Klostermauer. Genau, nochmal zu den Materialien des Hauses. Es sind klassische Materialien. Vielleicht außerdem Beton, also Kupfer, Holz, Backstein und Beton. Links sieht man den Klinker oder den Backstein, den wir verwandt haben. Das ist ein Ringofen-Handformziegel im Langformat, den wir auf dem rechten Bild hier, wie man sehen kann, den wir direkt nass in nass haben, vermauern lassen. Genau, die weiteren Details sind eigentlich aus einem klassischen Kontext, also jetzt eigentlich die Übergänge zwischen Wand und Dach als an Traufe und Ortgang, dass das eine Kupferverblechung ist, die dann allerdings aufs Minimum reduziert wurde mit einer negativen Rinne. Auf der linken Seite nochmal der Lesebereich, der jetzt die inneren Materialien zeigt, die innere Außenwandschale und die meisten Innenwände in Ortbeton. Man sieht die Eichenfenster, den Fußboden aus Eichendielen auf Holz gelagert, nicht auf Estrich, und die Deckenverkleidung hier als Akustikdecke aus Weißtanne und rechts nochmal der Übergang des Holzbodenbereichs bis in den Balkonbereich mit dem Blick auf die Observantenkirche. Genau. Und abschließend muss man sagen, dass das ganze Gebäude eine ziemlich intensive Zusammenarbeit mit allen möglichen Handwerkern war, vom Rohbau bis im Grunde genommen bis zum letzten Finish. Und das ist auch gerade bei dem Projekt die das Spannende und das Interessante war, auch die Kompetenz von guten Handwerkern zurückgreifen zu können. Herzlichen Dank. Das war's. Sehr schön, sehr schön. Hat mir sehr gefallen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Wir müssen den zurückgeben. Gefallen. Ja. Was müssen wir jetzt machen? Gar nichts. Antworten. Ja, also dieses Häuschen von euch ist ja nun jetzt nicht nur bei uns und im Karlberg Verlag Häuser des Jahres gelobt und bepreist worden, sondern noch öfters. Seid ihr jetzt die berühmten neuen Architekten aus Münster, die man jetzt bundesweit anfragt, ja? Ja, das ist das eine Frage. Die Frage können wir nicht beantworten. Also ihr habt keine Einladungen zu Wohnhausaufträgen oder Wettbewerben oder irgend sowas? Man merkt, dass es gibt eine Resonanz. Positiver Art. Aber ist ja auch sehr schön. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Die gleiche Frage gilt auch an die Kollegen Wannemacher, die gerade verschwunden sind. Gerade war das, wo seid ihr? Da seid ihr wieder.
Wie ist das für euch als Bielefelder Architekt mit eurem Bielefelder Projekt? Hat das jetzt etwas andere Wahrnehmung mit sich gebracht, dass ihr im Architekturführer mit Code zum Direktaufsuchen des Ortes bis hin jetzt zum DRM-Jahrbuch erschienen seid? Hat das irgendjemand vor Ort interessiert? Oder habt ihr Anrufe bekommen oder irgendwas? Nee, außer von der Familie nicht. Nein, also natürlich sind die Bauherren begeistert. Also ich hatte das am Anfang gesagt, dass die Bauherrin, die Frau Winter, eben sehr Architektur interessiert und affin ist. Und natürlich hat sie sich darüber gefreut, dass eben eines ihrer Projekte dann soweit gekommen ist, jetzt beim Deutschen Architekturpreis. Und wir haben uns als Büro darüber gefreut. Aber ich bin mir nicht sicher. Es ist ja unter den Architekten, gibt es ja auch eine gewisse Art von Neid. Das ist in anderen Berufen sicherlich genauso, aber bei uns ist ja auch ausgeprägt, das weiß ja jeder. Und von Kollegen haben wir eigentlich gar nichts geführt. Und ob das jetzt potenzielle Bauherren wahrnehmen, da bin ich mir nicht sicher. Und das geht auch nicht so schnell. Das kann eine Weile dauern. Wir sind ja heute alle transparent geworden durch die Homepages, durch unsere Webseiten. Die werden natürlich aufgesucht und dann gibt es eben auch Leute, die so etwas sehen und dann vielleicht in 2-3 Jahren sagen, Mensch, das haben wir von euch gesehen, das gefällt uns, sowas wollen wir auch haben. Es gibt einen Anschlussauftrag wieder von der Geno, den wir im Moment realisieren, zusammen mit anderen Architekten in Rheda-Wiedenbrück. Das ist nicht allzu weit von Bielefeld entfernt. Da entsteht jetzt ein weiteres Projekt. Das ist vielleicht der Erfolg dieses Projektes, was eben in den Augen der Bauherren und auch aller Bewohner, das muss man auch dazu sagen, eben dort sehr, sehr gut angekommen ist. Ja. Aber sonst ist die Resonanz noch nicht da, nein. Christian Pohl hat mir gesagt, vor einem Jahr beim Häuser des Jahrespreis, dass eine Folge gewesen sei, dass sich jetzt Studenten melden und dann quasi erkennen, dass es jetzt nicht das 0815-Büro ist. Und die würden sich dann melden, um dort zu arbeiten, um mit dem Bewusstsein, dass das schon ein anderes Büro ist. Ja, das ist super. Wir sind ja, wie gesagt, auf dem Foto waren wir noch zu 7, jetzt sind wir zu 11. Also die Resonanz, das Feedback und auch die aktive Bewerbung von netten, guten Leuten, das hat es tatsächlich bewirkt. Also, dass motivierte Mitarbeiter zu gewinnen sind. Das ist sehr wichtig, die Werbung zum künftigen Mitarbeiterstamm, damit sie nicht nach Berlin und wer weiß wo gehen, sondern zum Beispiel nach Münster oder Bielefeld. Ne? Also, ja, das ist schön. Das ist schon richtig. Naja. Ich meine, Münster hat ja noch den Vorteil, dass es eine Hochschule hat, an der man Architektur studieren kann. Die gibt es eigentlich in Bielefeld auch, aber sie ist eben nicht in Bielefeld beheimatet, sondern in Detmold. Und der Vorteil an Münster ist eben, dass man dort dann die Studentinnen oder die Studierenden vor Ort hat, die sich dann bewerben. Das macht die Sache einfacher. Wir haben ja auch ein Büro in Münster. Und wir haben eben festgestellt, dass es in Münster deutlich einfacher ist, junge Leute zu akquirieren, als hier in Bielefeld. Nach Bielefeld will dann ja doch keiner, was natürlich, dass die Werbung immer so negativ ist, aber die Stadt ist deutlich besser als ihr Ruf. Trotzdem haben wir damit zu kämpfen, dann wirklich junge, talentierte, interessierte Leute nach Bielefeld zu bekommen. Das ist relativ schwer. Nicole, gibt es direkte Anfragen? Es gibt keine Anfragen? Einzige Frage heute. Heute also, ist alles Sie haben heute die Chance, Fragen nach Bielefeld und Münster zu stellen. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Also scheuen Sie sich nicht, stellen Sie gerne Fragen. Einfach in das Fragenfeld eintippen. Aber bislang kam leider nichts. Okay. An das Büro Hinpol. Ihr habt neue Fotos. Ihr habt Fotos, die ich vorher nicht so gesehen habe. Und das hat die Sache einfacher gemacht. Und es hat auch erklärt, was der Witz an der Fassade und den kleinen Verschränkungen ist, um etwas zu sehen. Also das war hilfreich. Kommentar noch nach Bielefeld. Am Anfang dachte ich, die Verbindung im Erdgeschoss ist vielleicht nicht ganz förderlich für die drei Baukörper und habe bei eurer Darstellung auf eurer eigenen Webseite gemerkt, dass ihr das auch, sagen wir mal, nicht vordergründig hervorhebt.
Ihr zeigt gerne schwarzplanmäßig drei Häuser, dass die im Erdgeschoss zusammenkleben. Das ist, ja, gefällt euch eigentlich nicht so gut. Und der Bauherr hat natürlich 50 Quadratmeter mehr gewerbliche Fläche da, aber ist das schlimm? Ist das nicht schlimm? Ist das okay? Kann man darüber hinwegsehen? Was macht das für den Ort, wenn es da die Verbindung nicht gibt? Also im Grunde stellt es vielleicht, ja, es gibt immer zwei Aspekte. Wir haben ja über die Bedeutung dieses halböffentlichen Platzes gesprochen. Und wenn jetzt diese Verbindung nicht da gewesen wäre, dann wäre die Halböffentlichkeit dieses Platzes vielleicht noch stärker gestört gewesen. Das heißt, er wäre vielleicht noch öffentlicher geworden. Und es gibt eben leider Gottes einzelne Mieter oder auch Eigentümer, die sich ein bisschen gestört fühlen von den Leuten, die eben diesen Platz nutzen und frequentieren. Aber wir denken, und die Bauherren denken genauso, dass es eben nun mal das ist, was das Wohnen in der Stadt auszeichnet. Und das ist eigentlich das, was wir wollten. Insofern hätten wir uns sehr gut vorstellen können, dort eine Lücke zu belassen, um diese Idee noch konsequenter rüberzubringen. Aber es gab eben dieses Raumprogramm und es gab den Wunsch, dort eine Volksbankfiliale zu errichten. Und deswegen befand sich dieses Gebäude schon im Bau sozusagen, als die Planung war so weit fortgeschritten, dass wir das nicht mehr zurücknehmen konnten. Und zum Schluss haben wir darüber diskutiert, ob die Sprache der Architektur dann auch weitergeführt wird in diesem eingeschossigen Teil. Das war eigentlich das, was wir am Anfang hatten. Und das wäre auch das, was wir, glaube ich, noch favorisiert hätten. Aber die Bauherrin wollte unbedingt diese Zäsur haben, wollte unbedingt die Trennung haben, da also nochmal eine andere Sprache ins Spiel bringen. Weil das ist ja eine Sache, die hat man früher an der Uni auch gelernt. Also das sind zwei Gebäude, die sind über einen Teil, der deutlich kleiner ist, verbunden und das muss man absetzen. Und wir haben es eigentlich etwas anders gesehen. Wir haben diese Gebäude dann doch eher als eine zusammenhängende Skulptur gesehen, die im Erdgeschoss verbunden ist. Also das wäre uns sympathischer gewesen, aber am sympathischsten wäre es natürlich gewesen, das Ganze zu öffnen, ohne Verbindung. Ja, das verstehe ich sehr wohl. Man sieht das auch. Es ist einiges Lob gekommen nach dem Aufruf gerade. Also an beide Projekte sehr viel Lob. Und eine Frage auch an beide Projekte. Und zwar, hat Nachhaltigkeit eine Rolle gespielt in den Projekten? Wer möchte beginnen? Diejenigen, die das zum Thema gemacht haben. Nein. Nachhaltigkeit, ist ja ein gewisses Thema. Wir haben natürlich Materialien verwendet, von denen man sagen kann, sie sind nachhaltig. Ja, das heißt, wir haben Holz als Fenstermaterial verwendet. Wir haben Holz auf den Böden und so weiter und so fort. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch ein Wärmedämmverbundsystem verwendet, von dem man jetzt nicht unbedingt behaupten kann, dass es nachhaltig sei. Also insofern können wir jetzt nicht hingehen und sagen, ja, die Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema bei diesem Projekt gewesen. Das kann man nicht sagen. Natürlich haben wir auch versucht, den Energieverbrauch bei diesen Gebäuden zu minimieren. Wir haben mehr gemacht als nur Läden erfüllt. Das ist sicherlich ein Thema. Das ist auch ein Thema, was natürlich den Eigentümer, die Eigentümerin interessiert hat. Die Wärmedämmung ist eben deutlich größer. Und Fernwärme haben wir, die Wärmedämmung etwas dicker. Und so haben wir einfach ein bisschen Standard erreicht, der schon mehr ist als das, was die NF fordert. Also Nachhaltigkeit ist ein Thema gewesen, aber man kann natürlich mehr machen und man hätte dann gewisse Materialien auch vermeiden müssen. Aber das war auch aus Budgetgründen nicht drin. Okay, und in Münster? In Münster spielt das immer ein Thema oder spielt das Thema Nachhaltigkeit immer eine Rolle. Auch hier ist es so, dass es ein Niedrigenergiehaus ist, aber es ist jetzt nicht vordergründig das Thema. Es gibt keine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder auch dem Grundstück geschuldet, ist da keine Geothermie möglich dort in dieser engen Bebauung in der Innenstadt. Aber dennoch ist es ein Niedrigenergiehaus. Genau, und die Materialien sind ja jetzt auch Holz, auch Lagerhölzern. Die Schüttung dazwischen ist der Lithe, also das sind sozusagen alles nachhaltige Materialien. Jetzt hat natürlich der Sichtbeton einen schlechten Ruf, aber ist dafür umso schöner. Ja, wir denken auch, dass das Haus lange stehen wird. Das heißt, es wird sich irgendwann abschreiben. Also es ist ästhetisch nachhaltig und das ist ja auch wichtig. Ja,
wie diese Räume wohnen und das Wohlbefinden dieser Menschen hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also insofern, das sind immer verschiedene Aspekte, die unter diesem Begriff Nachhaltigkeit subsumiert werden können. Und kann man nicht einfach nur auf den Energieverbrauch beschränken, sondern es geht einfach viel weiter. Das sind Räume, die eben Emotionen ausstrahlen und damit das Leben in diesen Räumen einfach angenehmer gestalten. Und das ist eigentlich erstmal die Hauptaufgabe, die wir als Architekten empfinden. Und dann, klar, dann müssen wir sehen, wie wir diesen Spagat schaffen. Spagat aus, ich sag mal, humanitärer Nachhaltigkeit und ökologischer Sinnhaftigkeit. Und das ist eben ein Spagat, der nicht leicht zu erstellen ist. Eine Frage nach Bielefeld. Jetzt ist das Haus schon 2 Jahre alt. Was sagen denn die anderen Bewohner, nicht die anti-urbane Lärmquellen vermuten, sondern was sagen denn die anderen Bewohner des Hauses und könnt ihr euch da noch blicken lassen? Ja, also das können wir schon. Die Bewohner sind eigentlich sehr happy mit der Architektur, mit den Gebäuden, mit dem Wohnumfeld. Ich hatte es am Anfang ja erwähnt, es gibt eben eine ganze Reihe von wirklich tollen Dingen in diesem Umfeld, Wochenmarkt, Kirche, Grünzug, stadtnah und so weiter und so fort. Es fühlen sich alle wohl. Es fühlen sich alle wohl. Es gibt manchmal, oder es gab am Anfang mal den einen oder anderen Punkt, der jetzt einen Mangel aufwies. Das ist aber bei jedem Gebäude so. Das ist behoben und insgesamt ist die Resonanz ausgesprochen positiv. Ja, muss man sagen. Und der Preis ist ja spottbillig gewesen, ne? Naja, das aus Frankfurter Sicht. Ja, ich habe mir die anderen Sendungen alle angeschaut auch und da sind dann Zahlen genannt worden, wo wir träumen können. Das ist aber mit 2.850 Euro ist es für Bielefeld jetzt nicht ganz billig, aber es ist bei weitem auch nicht ganz oben. Und ich erwähnte ja, dass das genossenschaftliche Denken dort eben ausgeprägt ist bei der Volksbank. Und das war eben auch eine ganz, ganz wichtige Vorgabe für uns. Ja, und wir haben dann eben doch es geschafft, es einzuhalten, ohne nun komplett an der Qualität dieser Bauten, dieses Gebäudes oder dieser Gebäude zu sparen. Es ist insofern für das, was man bekommen hat, ein günstiger Preis, ja. Weil das gleiche Haus, würde es hier stehen, würde ja die gleichen Baukosten mit sich bringen, andere Grundstückspreise, gleiche Baukosten und würde dann für 6,5 verkauft werden oder 7, der Quadratmeter. Ne? Ich habe eine Frage. Ja, Münster, bitte. Ja, die schließt sich an die Frage nach der Resonanz der Bewohner in dem Haus in Bielefeld. Es gibt ja diese Lodgen, die eine zusätzliche Verglasung haben und dadurch werden die ja eigentlich zu Wintergärten. Gibt es da eine besonders positive oder gibt es da Rückmeldungen von den Bewohnern zu diesem architektonischen Motiv? Bewohner, nein, auch das wird sehr positiv genommen, denn man kann ja diese Lodge viel vielseitiger nutzen als jetzt einen Balkon, der nach außen springt. Ja. Und das heißt, sie haben immer noch irgendwo den Schutz und die Geborgenheit. Und das ist ja vielen Leuten sehr wichtig. Das sehen wir daran, dass wenn wir Architekten transparente Umwehrung schaffen, nach einigen Wochen dann schon die Bastmatten kommen, um das wieder zunichte zu machen. Und dann erkennt man eben, dass die Leute gerne irgendwo draußen sitzen, aber dennoch geschützt sein wollen, von den anderen nicht gesehen sein wollen, aber die anderen sehen wollen. So, das ist im Grunde genommen das, was so eine Lodge oder so ein Wintergarten in der Form, wie er dort geplant ist, natürlich bietet. Das heißt also, sie können komplett an die Seite fahren und sie können die anderen sehen, fühlen sich aber immer noch geborgen, dadurch, dass sie eben an drei Seiten und von oben und von unten räumlich sich in einem Kokon befinden. Ja, das ist eigentlich eine Sache, die positiv gesehen wird und in diesem Gebäude sowieso von den Menschen. Die nehmen das sehr, sehr gut an. Ist es denn ein Wintergarten? Also was hat es denn für eine Verglasung? Eine Einfachverglasung oder Doppel- und Dreifach? Außen? Also die thermische Trennung ist außen. Das ist im Prinzip im Innenraum sozusagen der Wintergarten. Aber wie gesagt, wir wollten eigentlich im Prinzip genau das Wegen, was der Wandmaler geschrieben hat, Andreas. Und wichtig war uns eigentlich auch an der Stelle, dass keine außenliegenden Balkone vor dem Gebäude hängen, weil das natürlich einen suggeriert, der in dem Bereich eigentlich auch dann so nicht auftaucht. Also gerade auf den Balkonen hin zur Straße funktionieren ja auch nicht nur bedingt, muss man sagen. Und deswegen war das eigentlich so ein ganz guter Kompromiss, der sowohl auch dann vom Bauherrn mitgetragen wird und der wirklich sehr gut ankommt, muss man sagen. Weil gerade diese
mit so einem Grünraum. Also man sieht ja, die Leute sitzen im Liegestuhl, mal mit offenen, mal mit geschlossenen Fenster, je nach Jahreszeit. Und das ist wirklich ein schönes Element, was gut funktioniert, muss man sagen. Hier ist direkt eine Frage zu dem Wintergarten gekommen. Ist die Geschossdecke in dem Bereich des Wintergartens anders behandelt oder wie im regulären Wohnraum? Nein, sie ist wie im regulären Wohnraum. Nils hat das eben schon gesagt, dadurch, dass ja kein Wintergarten ist und die thermische Trennung oder die äußere Hülle ja außen ist, gab es dann eben auch nicht das Problem, dass dort stärkere Dämmungen eingesetzt werden mussten. Also das konnte dadurch vermieden werden und dadurch ist im Grunde genommen auch die Barrierefreiheit wieder möglich gewesen. Es gibt also keine Schwelle von innen nach außen und beziehungsweise auch Übersätze in den Wohnungen darunter. Ja. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage bekommen zur beiden Städten wieder. Gibt es in der jeweiligen Stadt ein Traumprojekt, was bisher nur in den Köpfen stattfindet? In welchen Köpfen? Ja, das also, die Frage läuft darauf hinaus, was Sie gerne in Ihrer Stadt einmal bauen würden. Ja, das ist. Es gab ein Projekt mit dem Telekom. Ja, es gab ein Projekt, das ist aber ein Traum, der geplatzt ist. Und zwar hatten wir vor 4 Jahren, in 2016, hatten wir an einem Collateral Event der Biennale in Venedig teilgenommen und hatten für diese Ausstellung hatten wir das Thema Wohnen als zentrales Thema. Das ist ein Thema, was ja allen auf den Nägeln brennt. Und dann haben wir gesagt, wir beschäftigen uns damit und suchen in Bielefeld 3 Orte aus, in denen unbedingt etwas passieren muss. Und es gibt in Bielefeld das sogenannte Telekom-Hochhaus, das in den 70er Jahren errichtet wurde, was dann aber schon seit vielen Jahren nicht mehr vollständig genutzt werden, nicht mehr genutzt wurde, stand zum größten Teil leer. Und an diesem Telekom-Gebäude gibt es einen sehr großen Platz. Da gab es einen Wettbewerb vor einigen Jahren, der wurde von Bistro 7 wurde der gewonnen und dieser Platz wurde umgestaltet, aber der Erfolg hat sich im Grunde genommen noch nicht eingestellt. Und dieser Platz ist sehr groß, die Proportion ist eher ungünstig, die Bebauung drumherum ist eher niedrig. Und unser Glaube ist, dass solch ein Platz auch nur dann funktioniert, wenn das Wohnen wieder in der Stadt ist. Und wenn da ein 12-geschossiges Bürogebäude ist, wo dann ab 18 Uhr keiner mehr sich aufhält oder nach 20 Uhr, dann kann solch ein Platz auch nicht funktionieren. Das heißt, unsere Vorstellung, unsere Idee war, dieses Gebäude umzuwandeln in ein Wohnhaus. Und mit diesem Projekt sind wir dann auf der Biennale gewesen und dieses Projekt hatte eine große Resonanz in der Öffentlichkeit gehabt und es wäre natürlich wunderbar gewesen, wenn wir das in dieser Form hätten umsetzen können. Die Idee ist ja nicht neu, aber wir haben sie einfach aufgegriffen und es gibt ja von Lacaton Masal gibt es ja nun eine ganze Reihe von Beispielen, wie man so etwas wunderbar machen kann und wir hatten diese Idee letztendlich aufgegriffen, haben die Fassade entfernt und haben dann Module entwickelt, die dann eben Kräne sozusagen angedockt werden konnten an diese Stahlbetonkonstruktion und das Gebäude sah wirklich gut aus, aber es wurde dann irgendwann von einem Bauunternehmen, einem sehr großen Bauunternehmen in Deutschland gekauft. Wir hatten das Projekt dann auch noch vorgestellt, aber da war relativ schnell zu erkennen, dass das Interesse eigentlich nicht da war, weil geglaubt wurde, dass die Herstellungskosten zu hoch seien. Das in der Form nicht ganz stimmt, aber gut, da sind die Interessen natürlich andere. Da geht es dann weniger um die Architektur der Stadt und um den angrenzenden Platz oder die Räume, sondern da sind einfach andere Interessen im Spiel. Und deswegen ist dieser Traum geplatzt. Ja. Und wir haben bei uns im Büro auch eine Wand, nennt sich der Friedhof der Ideen. Und da sind natürlich eine ganze Reihe von Projekten, ja, die wir mal gehabt haben, über die wir uns sehr gefreut hätten, die aber nie Realität geworden sind. Münster? Münster, also ich für meinen Teil muss sagen, ich bin da zu sehr realist. Und klar, es gibt tolle Projekte, die man vielleicht im Kopf hat, aber hinterher ist es vielleicht gefährlich, das Geheimnis zu verraten, weil dann der Traum zerplatzt. Und also wir haben eigentlich aktuell paar nette Projekte, wo wir auch Wettbewerbe gewonnen haben und da müssen wir mal schauen, dass wir die irgendwie sauber über die Bühne bringen und dann kümmern wir uns mal um Traumprojekte. Ja, und ich finde, ein Traumprojekt muss gar kein Leuchtturmprojekt sein. Das Haus am Bodenturm beispielsweise, das
ist ja eigentlich auch eher ein kleines Projekt und hat aber dann später eine Stärke entwickeln können. Und viel wichtiger als die Größe oder die Strahlkraft des Projektes ist eigentlich viel mehr, was gibt der Ort her? Ist der Ort spannend und kann man aus ihm schöpfen? Und da gibt es in Münster ganz sicher ganz viele Stellen, die toll geeignet wären für tolle Projekte. Ohne jetzt ein konkretes Nennen zu kommen. Da werden sicherlich noch einige auf Sie zukommen. Gut. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute die Projekte vorzustellen. Vielen Dank auch an die Zuschauer heute wieder, dass Sie uns treu geblieben sind. Und die nächste Lecture findet in 2 Wochen statt. Und bis dahin hören Sie doch gerne in unseren Podcast rein. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke. Viel Glück und frohes Schaffen. Tschüss. Danke. Tschüss.